Das Erbe der Rün. Kapitel 1. Damit sage ich schon mal willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen A Plague Tale. Wenn ich starte, muss ich was drücken? Ah, okay. Königreich Frankreich. Trödelser, Monsieur. Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen. Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. So, was ein Feini. Prima. Klasse. Okay, gehen wir mal. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Gallien strotzt vor Kampfeslust. Kann ich da auch hin? Gibt es da was zum Einsammeln? Dein Raubtier denkt wie viel was zum Einsammeln? Oh, guck mal, du kannst hier sogar... Nee, ach, schade. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Ich dachte, man könnte da auch durch, aber nein. Das funktioniert nicht. Ah, schön. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaub an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Ja, gehen wir mal. Ah. Schön Waldspaziergang mit dem Vater. Sieh mal, die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Ach, da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Okay, aber jetzt, da gibt's doch bestimmt noch schönere Orte, oder? Eine schöne Wir Lichtung. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Ja? Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also... Wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien. Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder. Und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht. Von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal. Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, okay. Warte. Warte, ich komme. Hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Eine Schleuder. Wunderbar. Haben wir eine Schleuder? Also dann. Weil wir haben so ein kleines Säckchen da. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Nein. Oh, Amicia automatisch. Amicia Derun kennt okay. Keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des, heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Retterin. Oh, das ist aber nett. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Gehe durch den Wald. Abgeschlossen. Bereit. Sammel Steine für die Schleuder. Kein Kind mehr bin. Geschlossen. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. So soll es sein. Dann mal los. 1. 1. 2. Wo sind drei, die? 4. Hörst du auf zu zählen? 5. Oh. Weiter so, Amicia. 6. Ja. 7. Gut, dass er das automatisch ein bisschen und macht. So wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. Sieh mal eine an. Ich bin wirklich beeindruckt. Gott sei Dank. Aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja. Der Schleuder? Ich fast vergessen. Okay. Meine Güte, was hat er denn? Leon. Hast du einen Hasen gerochen? Hinterher, schnell! Oh, weißt du das? Schieße auf die Äpfel. Abgeschlossen. Ducken. Abgeschlossen. Wunderbar. Klappt super. Leon! Warte auf mich! Was fliegt denn da immer so Schwarzes? Achso, das ist, wenn das abgeschlossen ist. Okay, gut, gut, Leon. Gut. Leon! Leon! Wo ist der hin?
Da bist du ja. Was hast du gewittert? Oh, ich glaube, der hat was. Steine. Lieber Himmel, ein Wildschwein. Braver Hund. Ein Wildschwein. Oh, die arme Sau. Hat er was gefunden? Psst. Sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Ui, das könnte funktionieren. Ruhig. Ganz aber ruhig. Du musst näher ran. So feiner bleib bist du. Unten und versteck dich im Gras. Oh, bist du feiner, ja. Wie weit habe ich denn überhaupt die Reichweite? Oh, ich kann noch nicht. Es trinkt. Das ist meine Chance. Oh nein, es hat mich gesehen. Guter Schuss. Boah. Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Klar. Ha. Der Braten ist jedoch noch nicht serviert. Nein, nein, nein! Schnell, Leon, nicht die Spur verlieren! Pass! Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich! Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon! Ist ja echt hübsch designt, ne? Aber die Haare, dass die so klätschig im Gesicht hängen, das ist ein bisschen nervig. Die hängen ja wirklich richtig im Gesicht drin, als hätte sie Narben oder so. Das sieht nicht so supi aus. Oh, hier wird's aber schon ganz, ganz düster. Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Schlammmatsch und oh. Verbrannte Bäume. Tote Bäume. Oh nein, meine Füße werden einsinken. Ja, lecker. Guck mal, du hättest da über die Steine laufen können, ne? Ganz entspannt. Oder auf der Seite. Auch, guck mal. Kannst du ganz entspannt rüberlatschen. Und du musst hier durch. Durch den Modder hier. Den ekeligen Schlick. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Hä? Ach so. Ich denke schon, was macht sie denn jetzt? Was ist denn hier? Ich kann darüber. Aber warum kann ich hier rüber? Ich hätte einen anderen Weg nehmen können, oder was? Jetzt ernsthaft? Das Wildschwein. Es blutet. Wo bin ich denn durchgelaufen? Warte mal. Oder war das der richtige Weg? Nee, ich bin hier, ne? Ich bin hier durch den Modder. Ja, ich hätte gar nicht durch den Modder gehen müssen. Sondern hätte wirklich ganz entspannt hier hochspringen können. Dann darüber. Und hätte mir meine Hose nicht versaut. Oh Mann. Okay, ich hätte sie mir doch versaut. Die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Ja, habe ich dir gerade gesagt. Das wird richtig Ärger geben. Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Ja, das ist so ein bisschen, ist das Efeu? Müsste Efeu sein, ne? Oder irgendwie so eine Schlingpflanze auf jeden Fall. Und da weiß ich nicht. Und so umgeknickt. Das... Oh! Ist das Wildschwein? Das ist doch aber nicht unser Schwein, Leon, oder? Leon war das bestimmt nicht. So, boah. Leon! Komm her! Leon! Mich gerade, was das für Spuren sind. Das sieht aus, als wenn das erst da lag. Leon? Leon? Ich bin hier! Ich komme! Oh nee. Nee, Leon, ich habe Leon gefunden. Ew. Oh. Wer war das? Was ist das für eine Teufelei? Wir müssen weg. Sofort. Ach, der Arme. Blacktail. Innocent. Ach Mann, müssen die den Hund eliminieren?
Aber schon komisch, wie unterschiedlich man Werte, ne? Das Schwein war auch halt tot, ne? Und ich werde eine Jagd organisieren. Geht bei so einem Hund ist es schlimmer. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Hugo. Amicia. Ja. Er war ein guter Hund. Das war er. Ein Feini. Wo sind die Bolzen zur Verstärkung? Suche Beatrice in Hugos Zimmer. Dass die englischen Truppen unterwegs sind? Hühnchen. Hugo? Boah, lecko mio, ey. Warum wollten wir denn die Kleine dann haben? Holy moly. Ja, Gesundheit. Oh Mann. Oh, Mademoiselle Amicia. Wie war der Spaziergang? Richtig. Oh, scheiße. Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Hast du mal dem auf dem Huhn weh zu tun? So, das ist schon eliminiert, ne? Oh Mann. Du bist ja blöd unterwegs. Die neuen Bolzen müssen warten. Wir hatten damals ja nichts. Gibt es eigentlich Neuigkeiten aus der Stadt? Hi, grüß euch. Alle sind nervös. Einige wurden in der Nacht gebissen. Dahinter stecken sicher die Engländer. Und warum sollten Engländer andere Leute beißen? Weiß nicht, um unsere Moral zu untergraben? Ja, man weiß ja schon, worum es geht. Das hat man ja schon in den Vorschaubildern gesehen, dass es da um Ratten geht. Die Frage ist halt, waren es auch Ratten in dem Loch, die den Hund runtergezogen haben? Das weiß ich nicht. Ja, auch noch Steine. Kriege ich was, wenn ich die kaputt mache? Steine habe ich gar nicht. Nur 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Doch, würde passen. Ist eigentlich egal, in was für ein... Ja, wie ich die Schleuder da benutze, die trifft immer. Ah, nicht immer. Okay, gut zu wissen. Also ich muss schon nah an den Kreis schließen, muss ich schon auf jeden Fall. Nehmen wir nochmal hier. Jawohl, mehr Übung bekommen. Das war safe. Das war echt, das war safe. Leon, wäre ich nur schneller bei dir gewesen. Ja, aber was auch immer dir das angetan hat, ich hätte es getötet. Ach, guck mal. Bean. Oh, Mademoiselle Amicia. Grüß dich, hi. Ihr seid zurück. Theo, ja. Es gab einen Notfall. Hol die anderen und sprich so schnell wie möglich mit meinem Vater. Sehr wohl. Oh, ich habe ein paar Ziele für eure Schleuder hinter den Ställen. Habe ich schon absolviert, wie ein Profi. Danke. Wie ein Profi habe ich das gemacht. Hallöchen. Oh. Das ist ein bisschen matschig, ne? So von der Textur, das Pferd. So untenrum um die Beine. Bisschen matschig. Sind wir Freunde? Darf ich auch hinten? Jawohl, schön. Wir kennen uns, wir verstehen uns. Hugo, hier? Oh, nee, das ist die dicke Sau. Sei hier der grüßt, Schmied. Mademoiselle Amicia. Grüß dich. Schmiedi, was geht ab? Nicht in den Wald gehen, ne? Wald, gefährlich. Hä, wo muss ich denn hin? Es gibt doch hier gar nichts anderes mehr, oder? Ich soll zu meiner Mutter. Dahin, das ist der Stall. Wir haben hier die Schmiede. Wir haben da den Stall. Für die Schweine. Dort war das mit den Zielen. Hier haben wir ein Törchen. Hier. Das ist unser Herrenhäuschen. Ah ne, es geht ja dann noch weiter. Beschütze uns vor dem Bösen. Schenke uns Kirche, Kapelle. Und halte die Pest von uns fern. Grüß dich, Meister. Ach so, du bist gar nicht hier der Meister. Du bist einfach nur ein Beta. Nimm Leon zu dir. Bitte. Er verdient einen Platz an deiner Seite. Auch wenn er manchmal ziemlich frech ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht wegen mir bestraft.
Warum? Was hat sie Schlimmes getan? Ah, hier kommen wir jetzt erstmal in den richtigen Bereich rein. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Oh, Hallöchen. Wir haben Glück, in diesem Haus untergekommen zu sein. Schämt sich. Da hast du recht. Oh. Mit wem redet er? Hallo? Gabriel, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Ach, du redest mit ihr? Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Oh. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Hugo ist unser Bruder. Unsere Mutter, mit der verstehen wir uns wohl nicht so. Aber die ist ziemlich aufbrausend, irgendwie so. Hallo? Achso, wir kennen uns ja schon. Wir haben ja gerade miteinander gesprochen. Ich kann nicht rennen. Bisschen belastend. Aber ich will jetzt mal gucken, was wir jetzt hier in der Tür haben. Wir gar nichts. Wir gehen weiter. Wir gehen jetzt zu unserer Mutter. Sagen unserer Mutter Bescheid, dass Vater mit ihr sprechen möchte. Und zu unserem Bruder. Ja, aber das ist ja unser Anwesen hier. Liegt hier Stroh? Ich kenne mich hier doch nicht aus. Wirkt ein bisschen verloren. Hier ist die Küche. Was im Dorf passiert ist? Leute wurden gebissen, sogar Kinder. Ist das zu glauben? Hallo. Es geschieht immer nachts. Als wären Hunger und Krieg nicht genug. Jetzt auch noch Vampire. Wir müssen gesündigt haben, um so bestraft zu werden. Oh, Mademoiselle Amicia, ich habe euch gar ordentlich nicht gesehen. Hallo. Ja, hi, grüß dich. Hi, hi. Hallo. Boah, schöner Kamin. Das ist meine Truhe. Hör mal, ich kenne mich hier nicht aus, Ma'am. Wo ist denn meine Mutter? Die da lang? Müsste Vorratsraum eigentlich sein, ne? Da ist eine Leiter, die wird doch nicht in der, die wird doch nicht hier die Leiter hochsteigen. Das ist jetzt das, warum das jetzt hier gelagert wird, verstehe ich jetzt nicht so. Zimt. Ich hatte diesen Geruch fast vergessen. Gut, dass sie ihn versteckt haben. Vater hätte ihn für jedes Gericht benutzt. Drücke, um mehr zu erfahren. Gewürze sind nur in ganz bestimmten Küchen zu finden, da sie aufgrund ihrer Seltenheit sehr teuer sind. Darüber hinaus ist die Bevölkerung davon überzeugt, dass die Elemente einer bestimmten Hierarchie unterliegen, die durch ihre Nähe zum Göttlichen bestimmt wird. Feuer herrscht über Luft, die sich über dem Wasser befindet, das wiederum die Erde bedeckt. Gemüse, das im untersten Element wächst, demnach für die Ärmsten bestimmt. Während Vögel, die am Himmel ihre Kreise ziehen, normalerweise auf den Tellern der Adligen kommt. Aha. Und wir sind ja adlig. Weil wir werden so ein... Dieser Duft wärmt mir das Herz. Ist das unsere Mutter? Es ist nichts Besonderes, aber es wird dir schmecken. Also mir bestimmt. Du bist nicht meine Mutter. Das ist die Küche. Wohin war nur der... oh, ich komme hier gar nicht raus. Ich bin voll falsch gelaufen. Ich bin falsch gelaufen. Holy moly. Ich kenne mich halt hier nicht aus, ne? Die wohnt wahrscheinlich seit Jahren hier, aber... kennt sich einfach nicht in ihrem Häuschen aus. Euer Vater ist ja ein Ritter, wie ich das richtig mitgekriegt habe. Und dann wird das hier so seine kleine, ein kleines privates ja, Reich sein. Da ist Luis, er. Luis, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr, nein, möchtet ihr sie sehen? Eigentlich nicht. Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall... ich muss euer Zimmer noch richten. Mach ich habe das. Euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, wo ist denn danke. Mein Zimmer? Ist das mein Zimmer? Das Deckchen, das Mutter für mich gemacht hat, als ich noch klein war. Hm? Ich habe es überall gesucht. Danke, Luis. Handgewebte Deckchen werden gern mit Spitzen verziert
und vorrangig zum Schutz der Tische vor heißen Töpfen und Schalen verwendet. Dieses Deckchen ist mit Familienwappen verziert. Ein traditionelles Muster, das junge, wohlerzogene Mädchen zu sticken lernen. Nichts zu danken, Liebes. Pass gut darauf auf. Haben wir auch noch was? Hier haben wir ein Fenster. Ach, Leon. Ach ja, das auch, Mann. Was soll ich ohne dich nur machen? Der Arme. Noch was zum Entdecken? Was ist das? Zimmer von Hugo? Oh, der eine Kiste. Der auch so eine Kiste. Aber hier gibt es anscheinend nichts zu finden. Nö, 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 nö. Okay, gehen wir mal jetzt zur Mutter. Läuft ein bisschen stockig. Oh, es geht los. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst! Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Die den echt ferngehalten vor ihr? Oh, oh. Ich würde sagen, machen wir jetzt erstmal eine Pause und werden in der nächsten Folge mal zu unserem Bruder Hugo gehen. Bis dahin.